So, hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zur ersten Minecraft 1.17 Minecraft LP-Folge, I guess. Weil, ja, das ist die erste Folge, die ich jetzt in der neuen Minecraft-Version aufnehmen werde. Anscheinend, also ich habe mir die Welt jetzt noch nicht genauer angeguckt, ich habe jetzt nur die Welt geportet auf die neue Version und so weiter und so fort, weil das scheint zu gehen. Dazu erst würde nicht gehen, aber es geht anscheinend doch. Und bisher ist nicht alles gebreakt und the universe didn't break und everything seems to still be working. Aber keine Ahnung. Ich schätze, wir werden gleich rausfinden, ob man wirklich alles funktioniert. Wie auch immer, tatsächlich hatte ich jetzt für diese Folge noch nicht vor, irgendwas Neues 1.17-mäßiges zu machen. Sondern wir machen was ganz anderes. Und zwar werden wir uns mal wieder um unseren Villager-Trade-Up kümmern, weil darum habe ich mich jetzt ja auch schon länger nicht mehr gekümmert, nachdem ich da jetzt meine supi-dupi-automatische, semi-automatische, whatever, Hühner-Eier, whatever-Farm gebaut habe. Dachte ich mir, ist es mal wieder Zeit, sich darum jetzt vielleicht mal wieder zu kümmern. Weil das eigentlich ursprünglich war, was ich dann als nächstes vorhatte. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir irgendwie so Nahrungsprobleme haben. Weil ich irgendwie nichts habe, was mir automatisch Unmengen an vernünftiger Nahrung. An vernünftigen Nahrungsquellen generiert, I guess. Ich habe immer die Kühe manuell weggeklatscht und das ist auch alles gut und schön, aber das ist manuelle Arbeit und manuelle Arbeit bedeutet Arbeit, weil manuell. Deswegen habe ich dann jetzt zwischendrin mal kurz an dem Hühner-Eier-Farm-Gerödel-Dingsbums gearbeitet und jetzt geht's zurück zu unserem eigentlichen aktuellen Projekt, I guess, nämlich ja, dem Villager Trade Hub. Und zwar will ich da jetzt erstmal gerade gar nichts machen, sondern erstmal nur kurz was nachgucken gehen, denn ich glaube, wir haben eh schon eine Lectern, denn wir werden eine Lectern, also so ein Lese, Schreib, Whatever-Pult brauchen. Das ist nämlich ein Jobsite-Block für den Art von oder für die Art von Villager vielmehr, die ich gerne hätte. Und das sind Librarians, beziehungsweise Büchereimenschen. Denn nur Librarians können einem enchante, verzauberte Supidupi-Bücher verkaufen. Da steht auch schon Lectern und das ist, glaube ich, auch der Librarian, den wir hier haben. Jawollo. Sweeping Edge verkauft uns ja aktuell und Bookshelves. Gut, soweit so gut. Das wäre schon mal Schritt 1. Schritt 2 ist es jetzt nämlich. Das ist nämlich, was wir heute machen werden. Wir werden Trades unlocken bei diesem Librarian Villager. Und das tut man logischerweise, indem man mit ihm tradet. Oder was heißt logischerweise? Aber ja, so macht man das in Minecraft. Und dafür brauchen wir erstmal ein bisschen was an Geld. Aha, der kauft mir Clayballs für Emeralds ab. Okay, das ist schon mal gut. Das ist schon mal ein guter Trade. Du kaufst mir Kartoffeln für Emeralds ab. Auch das ist ein ganz okayer Trade. Also wir brauchen Clay und Kartoffeln. Können wir aktuell verkaufen. Haben wir noch irgendwelche anderen Villager hier irgendwo in der Nähe? Ich glaube leider nicht. Zumindest sehe ich gerade keine, die schon irgendwie einen Job hätten. Haben wir überhaupt schon mehr als drei Villager? Ich weiß gar nicht, ob wir aktuell nur die drei haben. Das kann sehr gut sein. Es gibt natürlich auch noch viele andere Jobs, aber aktuell sind das auf jeden Fall durchaus erreichbare, also Jobs, die auch andere Sachen dann ankaufen. Aber das sind durchaus erreichbare Sachen, würde ich sagen. Vor allem die Clayballs, die dürften relativ easily erreichbar sein, denke ich mal. Deswegen würde ich sagen, tackeln wir das erstmal. Ich habe ja vor ein paar Videos schon mal erklärt, wie man anhand von Clay im Boden übrigens ja, Diamanten finden kann. Also nicht im Boden, sondern anhand von Clay in Flüssen und sowas. Vor allem in Swampium. Solltet ihr das Video dazu übrigens noch nicht gesehen haben und euch interessiert das, so, dann so nach Motto so, hä, wie geht das? Wie findet, ich möchte auch Diamanten easily finden können anhand von Swamp Clay. Dann, I guess jetzt hier oben rechts da gerade, also hier, ich zeig mal mit der Maus drauf, hier oben rechts in der Ecke, da scheint da wahrscheinlich gerade so eine kleine graue Notification. I guess ich werd wahrscheinlich nicht mal die LP-Folge verlinken, sondern einfach, ich habe ein gesundes kleines Mini-Tutorial-Guide-Video dazu aufgenommen, wie man das macht. Wie man anhand von Swamp Clay Diamanten findet. Da habe ich es ein bisschen besser erklärt als in meinem LP, denke ich mal. Da werde ich auch mal das Video verlinken, denke ich mal. Da könnt ihr einfach mal kurz nochmal drauf gehen. Und dann seht ihr da direkt einen kleinen Guide zu, wie das geht mit dem Swamp Clay. Aber heute wollen wir nicht ja, Diamanten finden. Diamanten brauche ich nämlich aktuell nicht. Ich brauche Emeralds und Emeralds kriegt man, indem man tradet. Und dafür brauchen wir Clay Balls und nicht Clay Vorkommen. Und Clay Balls kriegt man aber natürlich aus Clay Vorkommen. Deswegen werden wir mal kurz uns eine Schaufel suchen und dann ein bisschen Lehm schaufeln, I guess. Wo habe ich denn meine Tools da? Das sieht mir nach einer. Oh, Fortune 2. Die würde ich jetzt eigentlich ungern. Wobei Fortune 2 auf einer Schaufel, ne? Arguably ist es eigentlich egal, dass da Fortune drauf ist, I guess. Habe ich nicht irgendwie noch eine andere Diamantschaufel gehabt? Wenn ich nehme einfach die, schätze ich mal. Ich meine, it'll do. It'll do just fine. Aber ja, so, ich pack mal das Kohleerz da in die Truhe. Wir brauchen ein bisschen Platz im Inventar. Habe ich hier nicht noch irgendwo so eine Ramschtruhe, wo ich mir kurz ein paar Sachen reinschmeißen kann? Baumaterialien irgendwie hier, so. Das kennt das vielleicht, keine Ahnung. Ja, da, genau, wunderbar. Das stecken wir mal da drauf und haben hier ein bisschen Cleanstone noch. Ja, genau, das Cleanstone packen wir auch mal hier rein. Und damit haben wir schon mal ein bisschen was am Platz. Wir brauchen natürlich noch mehr Platz. Habe ich nicht irgendwie hier Utility? Ja, hier sind Öfen und so. Ja, da habe ich. Hauptsache, ich habe die letzten Folgen immer Truhen gecraftet und mir ist alles gerade einfach nicht aufgefallen, dass ich hier schon 11 Truhen in der Truhe drin habe. Jetzt wird's fängen. Wird's definitely fängen. Okay, so, das Boot kann ich auch noch reingeben. So, damit haben wir jetzt erstmal genug Platz im Inventar, hoffe ich doch mal sehr. Passt
Passt das hier irgendwo rein? Nee, okay. Also wir haben noch Holz im Inventar, das können wir noch irgendwo in die Holztruhe reingeben. Es wird übrigens gerade eh dunkel, deswegen werde ich die Zeit kurz noch nutzen, bis es actually ganz dunkel geworden ist hier. Um kurz Sachen effektiv wegzustacken, damit ich noch ein bisschen Platz im Inventar habe für mehr Lehm. Genau, hier packen wir das Eis rein in die Truhe. Never-Kram, habe ich irgendwas aus dem Never? Sieht mir nicht so aus. Nee. Habe ich eine Redstone-Truhe? Ha, wir haben eine Redstone-Truhe, wunderbar. Dann kommt da jetzt einfach ein bisschen Redstone und die Redstone-Torch kommt jetzt auch rein. Soweit so gut. So, das sollte passen. Jetzt können wir eben kurz schlafen gehen. Und dann gehen wir Lehm schaufeln. Und werden hoffentlich jede Menge Lehm schaufeln oder genug Lehm schaufeln, dass wir irgendwie ich weiß nicht, wie viel Emeralds werden wir brauchen. Ich glaube, das Sweeping Edge Buch, das kostet irgendwie 5 bis 7 Emeralds, irgendwie sowas. In dem Bereich war das, glaube ich, gerade. Das heißt, ich werde 5 bis 7 Emeralds brauchen schon mal, um mir da, ne, und so, um mir das Buch da leisten zu können. Außerdem können wir noch ein paar Kartoffeln da gleich farmen. Aber davon braucht ich, glaube ich, irgendwie 30 für einen Emerald oder so. Which that seems like a scam to me, aber schon. Außerdem habe ich wenig Kartoffeln, weil ich glaube, ich habe alle Kartoffeln, die ich über hatte, habe ich immer direkt aufgemampft. Oder gekocht und dann aufgemampft, weil das eine sehr gute Nahrungsquelle ist in diesem Spiel. Aber sind halt auch relativ leicht anzupflanzen eigentlich. Oder zu farmen, whatever. Deswegen würde ich sagen, da wird jetzt in Zukunft wahrscheinlich mehr. Hallo, Mr. Zombie. Da wird wahrscheinlich in Zukunft mehr. Don't you dare come in here. Genau, wunderbar. Den fing so. Da wir jetzt in Zukunft wahrscheinlich mehr Kartoffeln brauchen werden, würde ich sagen, pflanzen wir direkt mal noch eine weitere Reihe davon an. Das macht wahrscheinlich Sinn. Schön ist er gestorben, sehr gut. Und dann würde ich sagen, den wir jetzt hier ein paar Kartoffeln haben, 22 Stück. Wir könnten die eventuell sogar noch bone mehlen mit Hilfe von den Seeds hier. Ich schmeiße kurz in meinen Komposter hier. Na, kriegen wir wenigstens einen Bone Meal raus. Ja, wunderbar, ein Bone Meal. Dann würde ich sagen, können wir den noch ein bisschen Bone Mehlen für noch ein paar mehr Kartoffeln. Und danach werde ich jetzt den Lehm farmen. Und übrigens für die von euch, die sich wundern, wo ich denn in der letzten Zeit so war. Weil ich in letzter Zeit ja. Well, das hat es gebracht. Das hat es jetzt absolut gebracht, weil da jetzt keine einzige weitere Kartoffel durchgewachsen ist. Aber ich guess, dann wächst bald zumindest die eine Kartoffel da etwas schneller. Aber ja, ich habe in letzter Zeit ein bisschen weniger. Ein paar weniger Videos als sonst hochgeladen. Und solltet ihr euch jetzt fragen, so, warum kam da jetzt weniger? Die Antwort ist ziemlich simpel. Ich habe eine Impfung gegen eine aktuell wahrscheinlich ziemlich weit verbreitet und bekannte Krankheit gekriegt. hint, hint. Ich habe immer noch keine Ahnung, ob man demonetarisiert wird, wenn man den Namen sagt oder nicht. Wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, aber eine Zeit lang war es, glaube ich, so. Deswegen bin ich mal so frei und sage jetzt nicht den Namen der Krankheit, aber ihr wisst eh, worum es geht. So, wenn ihr nicht wisst, worum es jetzt hier gerade geht, dann lebt ihr wahrscheinlich auch irgendwie unter einem Stein oder so. Keine Ahnung. Okay, da ist irgendwie ein Block mit einem Rumbang, den habe ich abgebaut, aber offiziell ist er nicht abgebaut, weil ich irgendwie, keine Ahnung, mal wieder irgendwie so ein komischer Minecraft-Offline-Server-Quirk-Bug, whatever. Minecraft, wie wir es kennen und lieben, mit lauter Offline-Server-Quirks und Bugs. Anyways, davon habe ich halt, dagegen habe ich halt entsprechend die Impfung gekriegt, ihr wisst, worum es geht, I guess. Und, also mit Kontext, aktuelles Jahr 2020, 2021, solltet ihr das gerade irgendwie in 5 Jahren sehen, wisst ihr wahrscheinlich nicht, wovon ich rede, aber ja. In diesem Jahr gibt es eigentlich, glaube ich, nur eine große, weit verbreitete Krankheit. Also, sage ich jetzt, und dann gibt es wahrscheinlich noch irgendwie so Super-Giga-Ebola in Ende des Jahres und dann weiß trotzdem keiner, wo ich gerade rede. Aber anyways, ihr wisst, was ich meine. Yes, dagegen habe ich die Impfung gekriegt. Und die habe ich nicht so supi vertragen, zumindest die zweite Impfung. Deswegen, da lag ich dann erstmal so 1, 2 Tage flach und danach ist irgendwie, aus irgendwelchen Gründen, meint die Sonne so, ich bin heiß und die Erde ist jetzt auch heiß und it's time to suffer. Und danach war es mega heiß und ich war irgendwie schlapp für die letzten 10 Jahrzehnte. A.K.A. 3 Tage. Und ja, let's see what happened. Wir haben schon 2 Lehmstacks. Das geht irgendwie schneller als erwartet, muss ich sagen. Und actually wasten wir das Fortune Enchantment nicht, weil das, glaube ich, auch bei den Lehmstacks geprockt wird. Von dem Clay hier. Das heißt, durchaus ist es doch kein Waste hier, des Fortune Enchantments auf der Truhe. Ja. Natürlich, man baut Lehm baut man mit einer Truhe ab und nicht mit einer Schaufel, weil man wäre ja ein dummer Tor, wenn man Lehm mit einer Schaufel abbauen würde. Das geht natürlich am effizientesten mit einer Truhe. Ist ja logisch. Anyways, ja. Das ist auf jeden Fall der Grund, aus dem es in letzter Zeit nicht so viele Videos kam. Genau, das wollte ich sagen. Das ist pretty much der Grund. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder mehr. Es sei denn, ich bin irgendwie faul oder so, was auch schon mal vorkommt, weil ich bin ein fauler Mensch. Sometimes. Anyways. so, aber geplant ist, dass es wieder regelmäßig Uploads kommen, wie eigentlich sonst immer. Und so. Zum Thema regelmäßig Uploads, übrigens, solltet ihr die nicht verpassen wollen, lasst mir lieben gerne auch ein Abo da. Denn nur dann bekommt ihr Upload-Benachrichtigungen und so weiter und so fort. Ne? Ihr wisst ja, wie das läuft mit Abos auf YouTube. Gehe ich jetzt mal von aus, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon 1, 2 Tage länger auf YouTube. Deswegen werden die meisten von euch wahrscheinlich eh wissen, wieso, weshalb, warum. Solltet ihr es nicht wissen, ja, wenn ihr mich abonniert, kriegt ihr Upload-Benachrichtigungen. Ist es auch nicht so spektakulär, aber ja, so ist das. und ja, es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir entsprechend ein Abo da lassen würdet. Denn dann bekomme ich eventuell 1, 2 Aufrufe mehr. Und 1, 2 Aufrufe mehr bedeuten für mich wiederum, ja, mehr Support, mehr
Support durch den Algorithmus, durch mehr Aufrufe und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Anyways, solltet ihr mir ein Abo da lassen. TLDR. Klickt am besten auch noch kurz auf die Glocke, denn dann bekommt ihr auch wirklich alle Upload-Nachrichten und sonst nur. Oh, habe ich gerade eine Höhle gefunden unter Wasser? That's interesting. I feel like we should investigate. Wir hatten eine second maybe, bevor ich hier absaufe, aber actually sollte ich erstmal auftauchen. Aber ja, falls ihr mir ein Abo da lasst, lieben gerne auch noch auf die Glocke klicken, wenn du dann bekommt ihr alle Abonnenachrichtungen. Ansonsten entscheidet YouTube so sporadisch, ob ihr jetzt da gerade vielleicht Lust drauf habt oder nicht. Und in der Regel hat YouTube davon eigentlich keine Ahnung. Und gibt dann einfach nur so randomly, so every once in a while, so irgendwann mal so once in a blue moon irgendwie so eine Benachrichtigung aus. Und dann so, oh, ich habe mal wieder vergessen, eine Benachrichtigung auszugeben. Jetzt könnte ich mal wieder einen schicken. So, weil just YouTube things und so. Okay, so, jetzt ab in die Höhle, würde ich sagen. Okay, ich habe anscheinend schon mal direkt instant die halbe Höhle geflutet. Und es ist anscheinend einfach eine Nothing-Höhle. Hier ist irgendwie nichts drin. Kann das sein? Das. Oh, was ist das hier? Oh! Sehe ich da Mossy Cobblestone? Sehe ich da einen Monster-Spawner? Ich glaube, ich sehe einen Monster-Spawner. Das ist in der Tat Mossy Cobblestone, okay. Kann ich irgendwas aus meinem Inventar loswerden? Ich sollte mich erstmal kurz ein bisschen hier aufgieren, bevor ich jetzt hier mich aufmache. Wir haben eine Nahkampfwaffe, kind of. Steinaxt. Ah, wir haben Steinschwert, ich bin so doof. Wir haben Steinschwert. Cobblestone hier runter, maybe. Was kann ich wegwerfen? Weil wir werden gleich Loot finden wahrscheinlich. Ja. Kann man Clayballs nicht irgendwie kombinieren und dann wieder auch. Aha, wir können zur Verwahrung können wir die Clayballs erstmal kombinieren gleich, I guess. Okay, ich würde sagen, ich pull das einfach erstmal auf, soweit, und dann schauen wir gleich mal. Actually, ich würde gerne den Mossy Cobblestone auch mitnehmen, deswegen würde ich sagen, kombinieren wir direkt mal die Clayballs. Okay, wo ist der Spawner? Der Spawner muss irgendwie hier sein, vermute ich mal. Da ist der Spawner. Das ist ein ich wollte gerade sagen, ein Hühner-Spawner. Das ist anscheinend ein Spinnen-Spawner. Hauptsache, ich sehe diese Spinne und mein Kopf nur so, Huhn. Das ist ein Huhn. Yes. Oh mein Gott. Oh, 5 Spinnen ineinander drin. Oh Gott, geh weg. Ah, leave me alone. Go away. No. Ah. Okay, einen down. Noch einer. Yes, please die. Please go die. Yes, many nice. Very nice. Mehr Licht. Warum ist hier Dirt neben dem Spawner? Waren Endermänner hier? Fragezeichen, haben hier Dirt hin platziert. Normalerweise wird, glaube ich, kein Dirt direkt neben dem Spawner generiert. Wir haben eine Music Disc gefunden. Das ist schon mal nice. Gunpowder, das stecken wir doch mal hoch, würde ich sagen. Das Brot. Das Brot. Okay, Golden House Armor sollte ich mitnehmen. Die Music Disc nehme ich natürlich mit. Und hier haben wir dann noch Diamond House Armor, okay. Noch mehr Weizen, I'll take that. Ein Sattel. Sattel sind, glaube ich, auch immer noch relativ schwierig zu kriegen. Und dann nehme ich den Rest, werde ich mal hier lassen, weil der Rest scheint mir eher Trash zu sein. Pumpkin Seeds. Haben wir schon Pumpkin Seeds, actually? No, I'm actually not sure about that. Maybe haben wir noch gar keine Pumpkin Seeds. Ich würde gerade sagen, die nehmen wir auch sicherheitshalber mal mit, bevor ich keine habe. So, und die Horse Armor und was könnte man noch mitnehmen? Ich glaube, die Strings könnten wir mal überlegen mitzunehmen. Oder die Bones vielleicht sogar. I am not sure. Actually, vielleicht sogar Spider Eye. Weil so für alles andere, so, okay, Strings sind halt auch, I guess ich nehme Strings und das Spider-Eye mit, weil ich habe, für alles andere habe ich eigentlich mit meinen ganzen Mob-Farmen und Enderman-Drops natürlich auch nicht, aber für alles außer, I guess, Enderman und Spin-Drops dürften meine Mob-Farmen Unmengen an Kram produzieren, aber Spinnen werden natürlich nicht getötet und Endermänner glaube ich auch nicht, Endermänner, das ist auch so ein lustiges Wort irgendwie, anyways, ja. Für alles andere kriege ich quasi Drops automatisch von meinen Farmen und dafür habe ich glaube ich keine Farmen, deswegen mache ich glaube ich den Kram mitzunehmen. So, und jetzt würde ich sagen, lagern wir erstmal wieder ein paar Sachen ein, damit ich wieder Platz im Inventar habe und dann gehen wir uns ein paar Emeralds von den Villagern holen. Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan. Mit unseren Clayballs und unseren wahrscheinlich noch nicht ausreichenden Kartoffeln. Ich glaube wir brauchen irgendwie 30 waren es glaube ich und wir haben irgendwie erst 20. Wenn nicht, kriegen wir vielleicht 2 Emeralds, weil dann habe ich mich gerade, vielleicht habe ich mich vertan, es waren 13 Kartoffeln und ich meine es waren irgendwie 36 oder so. Relativ sicher waren es irgendwie 36. Aber es konnte auch irgendwas mit 1-3 gewesen sein, statt 3 irgendwas. Ich habe vergessen, ich wusste es. Ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Ja, wir gehen gleich nochmal zurück. Ich habe vergessen, da hinten muss ich Cobblestone mitzunehmen. Ich habe 5 Blöcke davon mitgenommen, aber wir haben eventuell eh schon ein bisschen was davon, oder? Wir haben eh schon fast einen ganzen Stack davon. Okay, vielleicht nicht, vielleicht maybe am Notrenner. Not gonna take the Mossy Cobblestone, weil wir eh schon einen ganzen Stack davon haben. Und so oft benutzt ihr eigentlich auch nicht, aka bis jetzt nie eigentlich. Aber es ist ein seltener Block, deswegen würden wir ihn immer mitnehmen. Ramsch und Crafting, nee. Also, Redstone, Special Items, yes. Das klingt mir nach, ja. Okay, Horse Armor. Goes into this chest. Und Music Discs wahrscheinlich auch, question mark. So viel zum Thema, Sattel sind selten. Ich habe irgendwie eine halbe Truhe voll mit Satteln, aber okay.
Ich meine, sie sind selten, aber deswegen habe ich halt eine halbe Truhe davon, weil ich sie immer mitnehme. Immer schön brav. Actually, ich vielleicht. Vielleicht geht die Music Disc in die Misc-Truhe. Nee, das ist eher so ein seltenes Item. Es geht hier in Special Items und dann passt es. So weit, so gut. Haben wir vielleicht noch Kartoffeln in der Farming-Truhe irgendwie? Well, 4 Stück. Und Pumpkin Seeds hatte ich auch schon. Ich wusste es. Ich wusste, ich habe schon welche. Aber ich. Ne, aber sind schon. Egal. So. Das packe ich auch noch rein und dann würde ich sagen, machen wir uns gleich auf zum Sonnenuntergang und warten erstmal, bis es dunkel wird und dann machen wir uns auf zu unserem Villagern und dann passt das, würde ich sagen. Kann ich jetzt halt noch was machen? Oh, wir haben hier Bones gefunden. Habe ich die weggepackt? Habe ich die überhaupt mitgenommen? Ich habe die Bones gar nicht mitgenommen. Nevermind. Aber davon dürften wir in der einen Mob-Farm noch relativ viele haben. Lohnt sich jetzt nochmal hier rauszugehen gerade? Nicht so wirklich. Vielleicht mache ich. Ja, ich komme. Ich mache einfach an der Stelle einfach mal kurz einen kleinen Cut und dann. Muss ich noch einen Cut machen? Ich weiß nicht, wie tief die Sonne schon ist. Vielleicht können wir uns einfach direkt hinlegen. Dann muss ich gar keinen Cut machen. Ansonsten mache ich kurz einen kleinen Cut. Ich muss gar keinen Cut machen. Da ich mich eh schon hinlegen kann. Sonst hätte ich kurz einfach off-camera gewartet, bis die Sonne weit genug unten ist, dass ich schlafen gehen kann. Das wäre dann hier das Manöver gewesen. Aber muss ich gar nicht. Umso besser also. So, dann würde ich sagen, gehen wir kurz zurück. Kann man die wieder entcraften? Man kann Clay nicht entcraften. Oh mein Gott, wie? No. Aha. Oh no. Oh no. Kann man Clay nicht. I swear, man kann Clay irgendwie in Clayballs reinsplitten. Das ging doch irgendwie, oder? Kann man Cray. Cray, ja? Cray, auf jeden Fall. Kann man Clay nicht wieder in Clayballs runtersplitten? Geht das nicht? Is that another thing? I am so confused right now. Okay. Well, wenn nicht, muss ich die gleich einfach nochmal alle platzieren und abbauen. That's one way of doing it, I guess. The more you know. Aber halb so dramatisch, würde ich sagen. Ich meine, dadurch geht ein bisschen Clay verloren, aber wir haben eben noch Unmengen. Also, hoffentlich. Und können uns dann damit hoffentlich gleich zumindest schon mal ein Buch leisten, um dann schon mal rauszufinden, ob der liebe Librarian uns dann gleich vielleicht ein Mending-Buch verkauft. Das ist nach wie vor nämlich der Hauptsinn hinter meinem Villager-Trade-Up. Ich möchte einen Librarian, der mir Mending-Bücher verkaufen kann, haben. Damit ich meinen ganzen Gear mit Mending-Büchern upgraden kann. Das ist der Sinn dahinter. Oder das ist zumindest der Sinn bei mir dahinter. Vielleicht baut ihr euch das so ein Teil aus einem anderen Grund, aber das ist, warum ich mir das hier zusammengebastelt habe. So, irgendwo müsste doch hier so ein Masonry-Cutting-Table sein, oder? Ist das irgendwie hier? Da, genau. Kann man das hier irgendwie vielleicht wieder reinplankcutten, den Clay? Nein, kann man nicht, okay. Als ob man den Clayball nicht irgendwie splitten kann, das kann doch gar nicht sein. Das ist doch. That's not a thing. Habe ich kein Crafting-Table hier irgendwo? I guess not, okay. Doch, da. Jawohl. Kann man nicht. Nein? Clay. Okay, ja, ich muss ihn wieder abbauen anscheinend. Actually, ich mache mal kurz einen kleinen Cut an der Stelle. Und guck mal kurz in Minecraft Wiki nach, ob das actually so ist. Das ist, ich kann mir das gerade nicht vorstellen, dass es actually so ein One-Way-Crafting-Ding ist. So, ja, meine Recherche hat tatsächlich ergeben, dass man das nicht rückwärts craften kann. Das heißt, wir müssen das alles einfach nochmal platzieren und abbauen. Das ist auf einer Skala von 1 bis maximal dämlich, hat das eine starke Tendenz Richtung maximal dämlich. Aber ja, welches Genius auch immer bei Mojang dafür verantwortlich war, so, ja, das macht Sinn, dass der Spieler das nicht rückwärts konvertieren kann, weil warum sollte er auch? Auf jeden Fall. Das ist mal wieder maximal sinnvoll. Auf jeden Fall. Wie viel kläcke ich mir da raus, actually? Wie viel habe ich denn jetzt gerade? 32 plus 4. Okay, immerhin kriege ich 4 Clay-Stücke wieder raus. Ich weiß nicht, ob man garantiert immer 4 wieder rauskriegt oder ob das wegen Fortune so ist, gerade an der Stelle. Da habe ich auf jeden Fall jetzt 4 Clay-Stücke rausgekriegt. Also Clay-Ball-Stücke, whatever. So, that's good, I guess. Aber ja, den ganzen Spaß dürfen wir jetzt nochmal abbauen. Was natürlich auch sehr healthy für die Durability meiner Schaufel ist. Appreciated. Auf jeden Fall. Anyways, immerhin sind wir jetzt fast durch. Ich versuche es hier gerade einfach schneller zu platzieren, irgendwie, damit es hier schneller geht, aber ja. Die Villager denken sich wahrscheinlich auch gerade, was ist das für ein Maniac, der platziert da oben irgendwie riesen Clay-Haufen, also einfach so riesen Lehmhaufen und klopft dann wie so ein Wahnsinniger mit einer Schaufel drauf. Um sie wieder in so kleine Claybälle zu splitten, ja. Das ist auf jeden Fall, that's a thing, completely sane normal people do. I guess die kriegen es gar nicht mit, weil sie da unten wieder irgendwie Tür-Limbo spielen oder so, ich weiß nicht. Ich höre nur, wie sie die ganzen Türen auf und zu machen, was auch immer. Was auch immer die Villager mit ihren Türen da unten wieder machen und tun und nicht tun und sein lassen, I don't know. It is a mystery I shall never get behind, probably, aber okay. Okay, da ist der Farmer-Mensch, hier ist, da bist du, genau so, hallo. Hallo, Mr. Mason. Bitte geben Sie mir
Geben Sie mir all the Emeralds. Damit haben wir schon mal einen. Achso, ich kann einfach darauf klicken, auf die Trades, ne? Ich kriege hier jetzt schon einen neuen Trade. Vorher war das immer so, dass man einen Trade machen musste und dann hat er instant den nächsten gekriegt. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so. Ich glaube, man musste die Leistung befüllen, maybe. Ja, mehr Emeralds, please. Yes, more. More Emeralds. Ist er jetzt im Upgrade-Zustand? Oder muss ich noch einmal traden? Ich glaube, ich muss noch einmal traden eventuell. Ne, jetzt hat er geupgradet, okay. Aha, ich darf dir Steine verkaufen für Emeralds. Das ist aber das ist ein Deal, der für mich super ist und für dich sehr, sehr schlecht, mein Freund. Das ist, du wirst es bereuen, mir das vorzuschlagen, dass ich dir Steine andrehen darf. You will not like this deal. Can already tell you that much. Also vielleicht mag er Steine, I guess, nevermind. I shouldn't assume that. Maybe ist er einfach nur ein riesiger Fan von clean Smooth Stones. Aber erstmal drehe ich mir jetzt meinen ganzen Lehm an. Ich meine, auch von dem Deal dürfte dann nach der Logik ja kein großer Fan sein, weil ich meine, ich habe so viel Leben gerade gefarmt. So, okay, jetzt darf ich ihm kein Leben mehr verkaufen, weil ich viel verkauft habe. Aber gestern hat er realisiert, dass ich ihn hier gerade gnadenlos abzocke. So ist der Librarian. Da. Hello, Mr. Library Man. Ach, dem soll ich auch noch ein Buch andrehen. Der will auch noch ein Buch. Wie unverschämt haben wir das, dass er mir für 15, das sind nicht 5, das sind 15 Emeralds. Ich soll ihm 15 Emeralds geben, damit er mir ein enchantetes Buch gibt. Und dann gibt er mir nicht mal das Buch gratis. So, ich musste das Buch noch selber holen oder was? Was ein Scherz, okay. Ja, well, it's time to go get a book, I guess. Hauptsache, er gibt mir nicht mal das Papier gibt er mir gratis. So ein Abzocker. So ein Abzocker. Und das Enchantment ist nicht mal gut. So, ja, ich verzauber dir dieses Buch. Aber das Buch musst du mir selber geben. Und du musst mir viel zu viel Geld zahlen. Meanwhile, sein grenzdebiler Kollege, wahrscheinlich, ja, I guess, das ist die Hierarchie in so einem Dorf. Das ist die Hidden Lore. So, die Librarians sind so irgendwie die schlauen Typen, die einfach jeden abzocken. Und dann hast du so die drei IQ, drei IQ Stone Masons, die dann da so daneben sitzen. So, ich bin der Stone Mason. Ich gebe dir all mein Geld für wertlose Steine. So, okay. Das scheint hier die Hidden Lore im Spiel zu sein. Die Librarians zocken alle ab. Für absolut wahnwitzige Preise. Absolut wahnsinnige Preise. Irgendwie 15 Emeralds für einfach irgendein Trash-Enchantment. Und die Stone Masons so, sind einfach so dämlich, dass sie dir einfach all ihr hart verdientes Geld geben für irgendwelche wertlosen Steine. Like, okay. That's a thing, apparently. So, wo haben wir denn hier Baumaterialien? Nee. Wo habe ich die Bücher? Habe ich keine Bücher? Doch, wir haben garantiert noch Bücher. Wir haben Bücher im Crafting-Enchantment-Dingsbums-Haus. Was Sinn macht, weil man die in der Regel nur fürs Enchanten braucht. Deswegen gehe ich mir jetzt mal kurz Bücher holen und dann würde ich sagen, nachdem ich mir die Bücher geholt habe, ist es actually schon an der Zeit, dass ich die heutige Folge wahrscheinlich eben bin. Ich habe nur noch ein Buch, okay? Jawohl, egal. Ein Buch genügt normalerweise, anyways, in jedem Fall. Trotzdem, denn wir werden uns eh nur ein Buch enchanten lassen. Ich will dieses Kack-Enchantment nicht fünfmal haben, sondern nur einmal. Ich möchte eigentlich nur die nächsten Trades anlocken bei dem Villager-Menschen. Denn ja. So, das Enchantment brauche ich eh nicht und ich muss aber irgendwas mit ihm traden, damit er mir mehr Enchantments gibt. Okay, I guess, wir nehmen mal zwei Clean Stone Stacks mit und drehen dem anderen Villager dann noch die wertlosen Steine an, die er ja so unbedingt haben will anscheinend, nachdem wir ihn komplett zugespammt haben mit Leben. Spammen wir ihn dann gleich zu mit Steinen noch. Aber das werden wir alles erst in der nächsten Folge machen, denn wie bereits gesagt, sind wir fürs heutige Video am Ende der heutigen Folge angekommen. Deswegen würde ich halt sagen, hoffe ich, dass euch das heutige Video gefallen hat. Vielleicht für euch lehrreich war, keine Ahnung. I guess, ich werde das Video irgendwas titeln, so Richtung How to mit Villagern Trades unlocken, so. Aber I mean, it's not all that deep, ne? Ihr dreht ihn halt und billig Kram an und lasst euch dann leider scammen von den Librarians, weil you have to. Ansonsten kann man bei denen die nächsten Trades nicht unlocken, was sehr annoying ist. Aber ja, so ist das. Aber ja, ich würde sagen, das wäre es dann für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Ich hatte immer sehr großen Spaß drin, es aufzunehmen. Lasst mir lieben gerne ein Abo da oder auch ein Like oder auch einen Kommentar oder alles drei oder nichts dergleichen. Oder eine Kombination dieser drei Dinge. Das ist der advanced Stuff. Anyways, das wäre es für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Resttag und klickt lieben gerne auf der Endcard gleich einfach auf nächstes Video, um den nächsten Part des LPs dann zu sehen, wo ich dann schmerzhafterweise alle meine hart verdienten Emeralds mir wieder abnehmen lasse von dem Librarian. I guess. Und damit würde ich sagen, beende ich dieses Video auf einem Cliffhanger, denn ich könnte diesen Trade mit dem Librarian Villager jetzt noch machen, aber das werden wir erst im nächsten Part dann so Cliffhanger-mäßig machen. Das wär's für das heutige Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.